Hallo zusammen, der Markus hat es ja die letzten Wochen schon das ein oder andere Mal angekündigt, dass da noch jemand kommt und heute ist es endlich soweit. Ich darf mich euch vorstellen. Mein Name ist Hendrik Kersting, ich bin 36 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen 7-jährigen Sohn und wohne in Lippstadt. Das liegt in NRW, so zwischen Dortmund und Paderborn. Ich bin seit 2005 hauptberuflich selbstständig als EDV-Dienstleister und betreue Geschäftskunden und habe mich im Jahr 2015 angefangen mit dem Bereich Smart Home auseinanderzusetzen und habe dann im Jahr 2016 mein Elternhaus komplett kernsaniert und smart gemacht und bin dann einmal die Luxon Produktpalette rauf und runter und habe alles verbaut, was Luxon zum damaligen Zeitpunkt so im Angebot hatte. Wenn man mit Luxon zu tun hat, dann kommt man an Markus nur schwer vorbei und so habe ich Markus dann auch frühzeitig kontaktiert und ja, da ist dann auch eine ordentliche Freundschaft raus entstanden und wir haben uns immer viel ausgetauscht von Luxon-Partner zu Luxon-Partner und ja, jetzt bin ich heute hier und mache auch Videos. Verrückte Welt irgendwie, für mich alles neu, vorher noch gar nichts zu tun gehabt in dem Bereich. Aber ich lasse das alles einfach mal auf mich zukommen und dann wird das schon irgendwie. Wir versprechen uns gewisse Mehrwerte davon, dass ich so ein bisschen aus der IT-Richtung komme, Markus aus der Elektro-Richtung kommt. Ich möchte über Dinge sprechen wie Netzwerk, vor allen Dingen auch Netzwerkgrundlagen. Was ist ein DHCP-Server? Warum müssen manche Geräte statische Adressen haben? Wie plant man ein Netzwerk? Später dann aber auch Dinge machen, wie zum Beispiel das Luxberry-Projekt mal auf einem Raspberry Pi installieren oder sich mit anderen Datenbrokern beschäftigen, wie zum Beispiel Node-RED oder IO-Broker. Vielleicht bauen wir später auch mal eine eigene Visualisierung zusätzlich zu der Luxon-Visualisierung, dass man dort mal seine eigenen Kamerabilder von den Außenkameras sehen kann oder einen Kalender einbindet, die Bring-Einkaufsliste oder sowas. Vielleicht auch irgendwie das Auslesen der Wärmepumpe, eine Sauna oder Geofancy-Anbindungen sind auch sehr spannend, IFTTT, all diese Dinge. Ja, dann würde ich sagen, soll reichen für heute.